Siehst du das? Ja, du bist jetzt, stehst in der Dunkelheit. Alexa, mach Bühne 1 an. Okay. Das war's. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Danke. Gut. Heute haben wir was sehr Interessantes. Es geht heute um Licht, nicht um Tepco-Lampe. Natürlich, das ist auch geil. Ja, könnt ihr so oft fallen lassen, wie ihr wollt. Ihr könnt drüber fahren, passiert nichts. Auch geiles Ding. Du weißt ganz genau, wir haben vor 2 Jahren die komplette Beleuchtung hier gemacht. Ne? Genau. Hab so viel Geld ausgegeben. Das Problem ist, es ist immer noch alles dunkel. Eigentlich gut jetzt. Jetzt ist es noch hell. Ja, aber es ist trotzdem ziemlich dunkel, wenn man jetzt so da drunter steht. Wenn du jetzt was machen willst, dann brauchst du Licht. Ja. Ja. Sagen wir mal, du willst hier den Querträger hinten rausholen oder hier Federteller willst du rausholen oder Querträger, was weiß ich, wie das heißt. Weißt du, guck mal, jetzt, wo willst du Licht hinfahren? Ja, so. Ja, dann bist du aber gerade am was machen, weithändig. Genau, und dann bist du hier am Schrauben, dann ist alles wieder, ich sag mal, von dem Schatten wieder dunkel. Hast du immer das Problem, Licht geht aus und dann willst du ja auch nicht, dass dein Azubi die ganze Zeit so Licht hält. Wenn du von hier schaust, Alter, du siehst gar nichts. Ja, es ist dunkel, einfach dunkel. Ne? Egal was du machst, du siehst keine Achsmanschette, du siehst gar nichts am Fahrzeug. Nee, es ist für mich genauso dunkel. Das ist das Problem, was wir Mechaniker haben. Lixab hat sich echt Gedanken gemacht und hat was entwickelt für die Bühne, was ich total feiere. Ich habe nur ein Foto gesehen, ich habe ein bisschen was drüber gelesen, habe gesagt, ich will das haben. Bühnen leuchten. Oh. Es ist Qualität von Feinsten. Made in Germany. Wir haben 5100 Kelvin, also ca. 20.000. Wow. Und nur eins, Ayrosch. Ja. Wir haben 4. Oh. Ja, das zeige ich dir. Das ist ja das Geile. 4 Stück pro Bühne braucht man. So, wenn man das jetzt bestellt, kriegt man das genau so. Hier hat man eine Bedienungsanleitung, aber ich zeige euch, wie das geht. Es ist easy. Wir haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das sind die Leuchten, die auf die Bühne kommen. Dann hat man noch so einen Zweierstecker, der zu einem wird. Mhm. Dann hat man noch Stromkabel. Ist oder so? Dann hat man noch mal 2 Kabelführung zum Ankleben. Schönen Grüße an Sebastian. Er war ja hier, Aydos hat den auch kennengelernt. Ja. Und erstmal sehr sympathischer Kerl, hat mir das Ganze vorgestellt und ich habe gesagt, ey, willst du das jetzt wieder abbauen? Also sorry, das muss ich abbauen. Ich war richtig traurig. Das waren seine Muster. Ja, ich habe 1 Monat drauf gewartet. Oder fast 2 Monate, ne, 1,5 Monate oder so, ne? Mhm. Ich habe mich jeden Tag drauf gefreut. Und zum Schluss hat man einen Trafo. So sieht das aus. Hier haben wir eine Viererleiste. Alles mit Magneten. Und das Ding ist stabil. Das hält auch, hä? Das hält. Darf ich? Ja, mach mal. Oh, boah, ich krieg das nicht weg. Ja. Ich hab's echt. Da musst du das wirklich wegschieben, ne? Es ist ja auch dafür da, dass du es einmal auf die Bühne irgendwo hin tust. Und der hält und dann. Dann hält er das. Ja, da brauchst du auch keine Sorgen machen, dass das Ding abgeht. Hammer. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, Alter. Ja. So Licks ab, Lichtleisten, Hebebühnenleuchten. Also wenn ich das erste Mal anmache, ihr werdet umfallen. Ich werde nicht zu viel versprechen, sage ich euch. Natürlich kommt das foliert an. Das heißt, ihr müsst die Folie abmachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folie drauf lassen. Mit so einer Klebeleiste. Mhm. 2 Stück bauen wir auf einer Seite ein. Machen das hier dran. Außerdem, die Stecker sind auch geil. Dann bauen wir das so ein. Zack, 2 Stück. Dreht man das rein. Das ist dann, wenn du 2 Stück hast, ist das eine Seite. Dann haben wir das ja in einem dann später. Das steckst du dann hier rein, machst du fest. Und 2 einzelne machst du hier rein. Also haben wir 3 Stück belegt. Mm. Einer bleibt frei. Dazu kommt noch. Okay. Das Ganze ist Aluminium. Und das Geile ist, du hast ein Sprühbild von 120 Grad, Aydosh. Oh. Ja. Also ihr könnt echt 8 Stunden das Ding anlassen. Das Ding wird jetzt nicht extrem heiß. Wir werden das über die Bühnen laufen lassen. Ah, okay. Und dann ganz zum Schluss, wenn wir damit fertig sind und alle 4 Stecker drin haben, unseren Kabel am Trafo verbinden, ganz zum Schluss, einfach reinstecken. Das war's. Also ist ja eigentlich gar nicht so. Genau. Ihr könnt jetzt auch einen Schalter einbauen.
Aber ich zeige euch eine andere Lösung. Glaubt mir, ihr werdet umfallen später, wie ich das gelöst habe. Ihr könnt das an jeder Bühne einbauen. Also hier haben wir noch eine schmale Stelle. Dann denkt ihr, hä, wo sollen wir jetzt hier nochmal Lichter einbauen? Ja. Leute, guckt ihr das an. Das Ding ist genauso entwickelt, dass das perfekt passt. Wow. Genau für die Ecke hier, ne? Genau für die Ecke. Optimal. Perfekt gelöst. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass hier irgendwas kommt. Ihr könnt hier, ihr habt ja nochmal so ein Gitter hier. Passiert nicht. Genau an der Kante. Okay. Drüben haben wir ja auch kein Problem. Das heißt, die Seite so einbauen. Mhm. Bei der anderen Seite genau am Schalter einbauen. Die Höhe wird empfohlen 70 cm vom Boden. Ja. Wichtig ist jetzt, bevor ihr das einbaut, diese Stellen, wo wir diesen Kleber benutzen werden, einmal sauber machen. Und das werden wir jetzt machen, ja, dass wir diese Stellen einmal sauber machen, mhm, unsere 70 cm markieren. Ja. Und dann fangen wir an, die einzubauen. Und das Geilste ist, macht euch keinen Stress wegen Leiter. Okay. Die beste Leiter habt ihr schon da. Die Bühne. Putzen. Ja. Macht das schöner. Ist das die Farbe? Die Farbe ist ab. Was? Doch, das ist die Farbe, die da rauskommt. Echt jetzt? Ja, ja. Was hast du denn da für Zeugs genommen? Keine Ahnung, also Bremsreiniger sollte das angeblich sein. Okay. So, wir nehmen mal was anderes. Schöne Jacke. Ja, dankeschön an Lixab. Dankeschön an Sebastian. Vom Boden aus 70 cm, genau. Wird auf jeden Fall von Lixab empfohlen. So, das ist einmal 70 cm. 70 cm. Jetzt müsst ihr nur aufpassen. Zwei linke und zwei rechte. Also vertauscht die nicht, weil ihr solltet natürlich Kabel nach oben verlegt haben. Ihr seht, wenn wir das jetzt hier so kleben würden. Ja, ist ja falsch, dann würdest du mich jetzt anstrahlen. Dann würden wir die Stelle anstrahlen. Ist natürlich auch schön. Müssen wir hier dran machen. Das sieht doch schon viel besser, genau, aus. Die sagen 20 Minuten. Ganz ehrlich, man, ja, kann es natürlich wirklich in 20 Minuten. Aber ich sag mal, mit einem Kaffee. Hier halten wir es fest. Das sind genau hier 70. Genau so. Wir sind genau dort. Das war's. So sieht das Ganze aus. Die Seite sieht sehr gut aus. Dankeschön. Also wenn ihr da einigermaßen sauber gemacht habt, das Ding kriegt ihr nicht mehr ab. Reicht ein bisschen. Perfekt. So geil, ne? Nix ab hier. Auch schön gemacht. Geil? Genau. Auf der Seite. Mein Netzstecker. Da oben. Jetzt ganz oben. Da hinten, genau. Ja, ich sehe es mit der, genau, Kamera, sieht man es. Deswegen nicht? Ja, werde ich jetzt diese beiden Anschlüsse hier dran bauen. Ich sehe es. Links und rechts, ist auch egal, wie ihr das macht. Ihr könnt es auch nicht falsch reinstecken, das passt nur einmal drauf, dann macht ihr den hier fest. Oh, das ist Qualität. Zack. Guck mal, wie stark dieser Magnet ist. Achso, du meinst, ich soll das jetzt irgendwie versuchen? Nein, brauchst du nicht, aber guck doch mal. Ja, ist auf jeden, ja, Fall stark, der hält den ganzen Kabel. Ja. Trafo könnt ihr schon mal hier dran machen. Auch das Gleiche. Ihr könnt einfach was auswählen. Ne? Ihr müsst jetzt nicht. Egal welchen jetzt. Egal welchen. Wir können den schon mal anschließen hier unten. Wozu sind dann die anderen zwei? Einen haben wir noch drüber. Den könnt ihr schon mal sicherheitshalber einfach mal hier hin. Den kriegt der nie wieder ab. Der wird schwer gleich abzukriegen. So, jetzt machen wir die Bühne runter. Gucken nur, dass wir beim ersten Mal nicht irgendwie an die Kabel drankommen. Ja. Aber ihr könnt jetzt eigentlich die Bühne ganz normal runter machen. Ja klar, der Netzstecker. Das ist der Netzstecker, der ist sehr lang. Ja, ich schätze mal so 5 Meter lang. Oh, den schließen wir schon mal hier dran. Damit wir das schon mal haben. Jetzt müssen wir von hier unseren Kabel schön über die Bühne einmal verlegen. Und das ist eigentlich jeden selbst überlassen, wie er es macht. Ne? Manche haben vielleicht diesen Bügel da oben nicht, machen es anders. Mhm. Vielleicht hat einer eine kleine Halle, der kann das dann vielleicht schöner oben verlegen. Seid einfach kreativ, wie ihr es macht. Ja? Soll ich? Ja. Das habe ich als Kind immer gerne gemacht. Echt jetzt? Ja. Die soll ich hier
Und ab hier werde ich das Ganze einmal hier verlängern. Brauchst du auch noch mal was zum Putzen da oben? Naja, das ist der ganze Tag dran. Also, du kannst mich wieder runternehmen, wenn du willst. So, da habe ich meinen Stecker schon eingebaut. Mein Netzstecker wird gleich da reinkommen. Haben wir ja von dort die zwei Kabel in einem gemacht. Jetzt machen wir den rein, wo die zwei schon drin waren. Die machen wir dran. Wir haben jetzt alle Kabel verlegt, den Trafo angeschlossen. Stell dir vor, du bist doch Mechaniker. Also ich muss den Wagen aber von oben schauen. Von oben? Da machst du den von hier aus so und dann guckst du es an. Ja, ich kann jetzt nicht erkennen von hier, ob der oben rum Spiel hat oder nicht. Aber von hier sehe ich eine Delle. Ja. Kann man gut erkennen. Ach, hier auch. Hagelschaden, ne? Na, dann musst du das auch noch gleich zurecht machen, oder? Das ist immer unser Problem. Wenn wir jetzt kein Licht haben, müssen wir jetzt schrauben. Jetzt müssen wir Licht suchen, Licht halten. Ja. Und weißt du, was das Geile jetzt ist? Was ich euch allen empfehlen kann, wenn ihr sowas nehmt und Alexa habt, dann macht ihr nur Folgendes. Die leuchtet schon. Alexa, macht die Bühne 1 an. V4-Effekt. Alexa, mach Bühne 1 an. Okay. Hammergeil. Was ist das denn? Das ist doch Wahnsinn. Oh. Ach, komm her, Eilosch. Das ist allein für die Aufnahmen. Guck dir das an, du siehst alles. Und keine Schatten. Keine Schatten, egal wie du rumläufst. Weil diese 120 Grad, das harmoniert so perfekt miteinander, das ist Wahnsinn. Ach, der verliert ja Öl. Ja. Dann siehst du sofort, ohne krass. Lampe. Ey, du siehst alles, du siehst sogar die Achsmanschetten. Du kriegst die Bremsen. Also ein TÜV-Prüfer braucht keine Leuchten mehr. Ein Mechaniker braucht keine Leuchten. Ihr braucht die Leuchte nicht halten. Halt mal ganz kurz. Nein, ich könnte es direkt jetzt gucken und dann sagen, ach, ey, guck mal, Achsmanschette ist undicht. Ach, der Krümmer ist aber auch undicht hier. Hier hinten. Du siehst, von Sachs wurden die eingebaut. Du siehst die Nummer sofort, du brauchst kein Licht. Hier, du kannst bis zur Stoßstange Innere schauen. Es ist geil. Hammer. Das ist einfach Wahnsinn. Also Wahnsinn, Leute. Was das für eine Helligkeit einfach macht. Einfach nochmal, damit ihr einfach den Unterschied nochmal seht. Alexa, mach Bühne 1 aus. Okay. Siehst du das? Ja, du bist jetzt stehst in der Dunkelheit. Alexa, mach Bühne 1 an. Okay. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Guck dir das, wie das hier beleuchtet ist. Guck dir hier rein. Genau das, wo du immer reingucken musst. Genau da, wo wir immer am Schrauben natürlich sind. Natürlich, und du mal da irgendwie immer Licht brauchst, wenn man da kurz mal so reinschauen muss, ne? Ja. Und guck mal, ich stehe davor und trotzdem wird das beleuchtet. Aber wenn ich, klar, wenn ich weg bin, dann ist es noch besser. Hammer. Wenn der Reifen ab ist, du siehst auch alles hier. Alles. Das ist so eine WLAN-Steckdose, könnt ihr mit Alexa verbinden. Habe ich zu viel versprochen, Eidosch? Nein. Weil ich das Ding so feiere, Eidosch. Weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Alexa, mach Bühne 2 an. Okay. Hinten oh mein ich das auch Gott, schon. Hast du schon eingebaut. Ja. Mach Werkstattlicht aus. Okay. Das sind jetzt nur die Bühnen. Oh mein Gott. Egal, was ihr im Auto macht, ihr braucht das andere komplette Licht gar nicht mehr. Hier haben wir auch gerade nichts gesehen, ne? Nein, da warst du dunkel. Guck dir das an. Jetzt komm mal her, komm mal her. Das siehst du manchmal gar nicht. Achte, guck doch mal hier. Schelle ist kaputt. Oh hier, Gott. Wo alles verrostet ist. Wir haben Werkstattlicht aus. Ich sehe, dass hier eine kaputte Feder drin ist. Und die ganzen Spinnennetze. Du willst innen drin sauber machen, Innenraumfilter machen, was auch immer. Achte, du machst es auf. Wenn du Elektrikarbeiten oder so machst, ne, dann sagst du, Alexa, mach Bühne 1 an. Okay. Guck dir das an. Guck mal. Wie du hier arbeitest jetzt. Natürlich. Das ist wie Tag und Nacht, ja, wirklich. Hier kannst du jetzt schön alles abbauen. Hier brauchst du kein Licht mehr. Nee. Das Ganze kannst du, und auch für Lackierer oder so, auch für Leute, die eine Aufbereitungshalle haben. Die Dinger sind so extrem stark. Es ist wahr, eine LED-Leuchte dran hält.
Da guckt ihr auch nicht ganz in die LED-Leuchte rein. Mhm. Ne? Es sieht erstens geil aus, es erleichtert deine Arbeit. Und jetzt stell mal vor, ihr habt Kunden, die sehen das und sagst du, ja, kommen Sie her, gucken Sie sich die Stelle an. Ne? Hier sehen Sie ganz schön. Ah ja, Reifen ist nicht gut, ja, Bremsen sind nicht gut. Das macht einen besseren Eindruck halt. Ja. Aber für die Leute, die sagen, das Ding ist für mich zu hell, da gibt es natürlich bei LixUp auf der Homepage extra einen Dimmer dazu. Oh. Genau. Die sind jetzt gerade ausverkauft, aber die werden jetzt nach der Zeit, wenn jetzt einer das kauft, ist dieser Dimmer schon integriert. Wenn das jetzt so ist, kann sein, dass es integriert schon ist, dass man das mitgeliefert bekommt oder dass man das dazu kaufen kann. Aber ich glaube, das ist schon integriert dann. Das heißt, man kann die Helligkeit einstellen. Ich persönlich mache ich nicht. Wollte ich ja auch nicht, weil ich will das genauso hell haben. Alexa, schließ das Tor. Wird geschlossen. Tor habe ich auch machen lassen. Na, guck mal. So, Alexa, mach Werkstatt an. Okay. Ja, ist ja voll die Spielerei hier bei dir. Ist auch geil. Ich stehe drauf. Ja, ja. Du brauchst keinen Schalter mehr betätigen. So. Ist ja sehr schwer. Das Ganze ist unten verlinkt. Wenn ihr auf diesen Link einmal drauf geht, habt ihr schon sofort einen Rabattcode. Guckt euch das Ganze an. Es ist sehr, sehr interessant. Ich finde, für mich ein Must-Have. Ehrlich. Definitiv. Seit ich hier auf dieser Bühne, ne, Phaeton können wir jetzt nicht viel machen, aber auf dieser Bühne arbeiten wir schon Tagen damit. Einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Jetzt freue ich mich, dass wir das hier eingebaut haben und dass ich endlich auch auf dieser Bühne arbeiten kann. Der TÜV-Prüfer hat das gefeiert, als er das gesehen hat. Gesagt, ey, krass, wie geil. Ja, hat sofort natürlich gefragt, kann man das in 4-Säulen-Bühne und so einbauen? Man kann überall das Ding einbauen. Ja, das bestimmt auch erstmal gleich bestellen, genau. Oder? Ihr könnt natürlich auch Fast and Furious machen, unterm Wagen. Könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Während der Fahrt, Alexa. Nimmst du Alexa mit? Ja, nimm's. Dankeschön nochmal an LixUp. Super so. Produkt auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Situation. Bis dann, haut rein. Ciao.